Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr euch wieder bei mir reingeklickt habt. Heute gibt es mal ein Thema, was ich noch nicht hatte, nämlich Lost Cars. Wie komme ich da drauf? Ihr wisst vermutlich, dass ich in der Nähe von Köln wohne und zwischen Köln und Düsseldorf liegt das Neandertal. Und im Neandertal findet man den Autoskulpturenpark Michael Fröhlich. Ich habe euch den Link dahin unten in die Kommentare reingestellt. Die Webpage ist ein bisschen einfach strukturiert, aber man findet ein paar Informationen dazu. Wir waren an einem Sonntag dort und im Moment sieht es so aus, dass dieser Park sonntags geöffnet ist. Der Eintritt kostet normalerweise 10 Euro, für Fotografen 20 Euro. Auf der Webpage findet ihr das nicht. Ich weiß auch nicht, ob das, ich sag mal, immer so ist. Deswegen ist es am besten, bevor ihr da hingeht, nehmt einfach mal kurz Kontakt auf. Die Informationen dazu findet ihr auch auf der Webpage von Michael Fröhlich. Ja, beim Fotografieren in diesem Skulpturenpark, ich würde es schon fast eher als Autofriedhof bezeichnen, ist etwas herausfordernd, was die Beleuchtung anbelangt. Das Ganze liegt in einem Wald, das heißt, wir haben ziemlich extreme Schatten. Und wenn die Sonne richtig scheint, und das hat sie getan an diesem Tag, dann gibt es Schlagschatten und alles, was man so eigentlich nicht so gern haben möchte. Aber in Summe ist es immer noch relativ dunkel. Das heißt, entweder ein Stativ nehmen oder Licht mitbringen. Ich habe mich für die Variante ohne Stativ entschieden, was dazu geführt hat, dass ich mit ISO-Werten zwischen 1000 und 10.000 fotografiert habe. 10.000 ist für manche Kameras schon zu viel, aber probiert es einfach mal aus. Bei den Motiven, die ihr da findet, ist es nicht ganz so problematisch, weil was ihr findet, und ihr habt es in dem Filmchen schon gesehen, sind rostige Autos. Und rostige Autos und auch der Waldboden und die Rinden von den Bäumen, das sind alles so grobkörnige Strukturen, die ungefähr dem Rauschen entsprechen, was ihr auch bei hohen ISO erhaltet. Und dann werdet ihr feststellen, die hohen ISOs bzw. das damit verbundene Rauschen fällt gar nicht mehr so sehr auf. Was ich zusätzlich gemacht habe, ich habe mir Licht mitgenommen. Da könnt ihr natürlich einen Blitz nehmen, ganz klar. Noch besser ist es, wenn ihr entfesselt blitzen könnt, also den Blitz nicht oben auf die Kamera setzen, sondern irgendwie in der Hand nebendran oder auf ein kleines Stativ stellen. Ich habe mal was anderes ausprobiert und zwar hatte ich mir, weil ich ein Event gefilmt habe, mal dieses Lichtpanel, ein LED-Lichtpanel gekauft. Das ist von Nanguang, heißt LuxPad 23. Auch dazu findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. Das ist nicht unbedingt das kräftigste. Gedacht hatte ich das ursprünglich, um es zu benutzen, wenn ich sag mal so kurze Interviews führe, damit ich ein bisschen Licht auf die Person, die ich direkt vor mir stehen habe, bringen kann. Ja, wie sieht das Ganze aus? Zunächst mal das Pad als solches könnt ihr hier über diesen Schuh auf die Kamera draufsetzen. Es gibt auch eine Möglichkeit, dann hier über dieses Gelenk das Ganze zu neigen. Ich habe das normalerweise auf meinen Sony sitzen, logischerweise, weil ich fotografiere auch mit Sonys. Und da funktioniert das auch ganz gut. Hier gibt es eine Mutter, mit der man das Ganze etwas festziehen kann. Aufpassen, das ist ein Kunststoffgewinde, das lässt sich leicht überdrehen, also nicht zu sehr andonnern. Und damit man sieht, dass das auch auf einer anderen Kamera passt, habe ich mal meine alte Canon EOS 70D aus dem Schrank geholt und auch da passt das Ding hervorragend drauf. Was natürlich noch besser ist, wenn ihr ein Tischstativ zum Beispiel mitnimmt. Da ist hier unten ein Stativgewinde, da könnt ihr es direkt draufsetzen und das Tischstativ entweder als Handgriff nehmen, in der einen Hand das Panel, in der anderen Hand den Fotoapparat, oder es euch irgendwo hinsetzen. Und mein Ziel war jetzt nicht komplette Autos auszuleuchten, sondern einfach Lichtspots zu setzen. Das Ding ist nicht besonders kräftig, das sind die Batterien dazu. Batterie, oder wie lange läuft es mit der Batterie? Naja, ungefähr 20 Minuten. Wobei die Batterien sind jetzt noch neu. Eine Ersatzbatterie, und ich habe mir natürlich gleich eine zweite dazu gekauft, hat irgendwas zwischen 15 und 20 Euro gekostet, liegt also noch im Rahmen.
Übrigens, das Panel hier kostet momentan bei Amazon ungefähr 130, 140 Euro. Das gibt es also das Panel, einen Akku und ein Stecker-Ladegerät dazu. Das hat zwei kleine Features. Ich setze mal den Akku hinten ein. Der rastet, wie ihr gehört habt, ein. Dann gibt es einen Ausschalter logischerweise. Und was ihr machen könnt, und ich hoffe, das sieht man jetzt auch hier, ihr könnt die Lichtstärke einstellen über ein Drehrädchen. Und dann wird auch hinten auf einer Anzeige gezeigt, wie viel Prozent ihr habt. Ich gehe jetzt mal nochmal auf eine kleinere Runde, damit es die Kamera nicht aussteuert. Und ihr könnt die Farbtemperatur einstellen. Auch das wird hinten angezeigt. Jetzt bin ich wahrscheinlich ziemlich ausgebrannt und hell, aber ihr seht vielleicht die Anzeige hinten, da wird euch die Farbtemperatur angezeigt. So, und damit könnt ihr ein bisschen rumspielen. Beim Filmen, wie gesagt, Interviewabstand, sprich 1 bis 2 Meter, im Dunkeln, im richtig Dunkeln, hat es sehr gut funktioniert. Und beim Fotografieren, jetzt in diesem Autoskulpturenpark, hat es auch funktioniert, aber wirklich nur für sehr kleine Punkte, weil es war natürlich Umgebungslicht da, die Sonne hat geschienen, man konnte also Bereiche, die wirklich extrem im Schatten lagen, damit ein bisschen aufhellen. Was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben möchte, wenn ihr da hingeht oder auch ganz grundsätzlich, wenn ihr Autos fotografiert, sagen wir mal so, die klassische Position, ein Auto zu fotografieren, ist schräg von vorne, die Räder eingeschlagen, insbesondere dann, wenn es dicke, fette Reifen sind. Das ist eine der klassischen Möglichkeiten, ein Auto zu fotografieren. In diesem Skulpturenpark, das Ganze wie gesagt in einem Wald, eher hügelig, da habt ihr die Möglichkeit, die normalen Perspektiven auch mal zu verlassen, so von richtig schräg unten zu fotografieren oder vielleicht von oben. Probiert es einfach mal aus, auch das gibt interessante Ergebnisse. So, habe ich jetzt alles? Ja, fast. Was wir jetzt machen, wir werden in Lightroom eins dieser Bilder entwickeln. Das werde ich euch vorführen. Und im Anschluss gibt es dann noch ein paar Impressionen aus dem Autoskulpturenpark, sprich, sagen wir mal, eine kleine Diashow mit den wichtigsten oder besten Bildern, für mich besten Bilder, die ich an diesem Tag dort gemacht habe. Das ist jetzt also das Bild, was wir heute entwickeln wollen, und zwar ausschließlich in Lightroom. Das ist also das Bild, was wir heute entwickeln werden, und zwar seht ihr vor euch jetzt out of the cam, das heißt völlig unentwickelt, so wie es bei mir aus der Kamera gekommen ist. Und wenn ihr euch das hier anschaut, seht ihr auch schon, sagen wir mal, ein paar von den Themen, die ich im Eingang schon erwähnt hatte. Einmal der eine Punkt, die Kameraperspektive, die ist jetzt nicht so sehr ungewöhnlich. Ich habe hier mit 24 mm fotografiert an der A7, also Full Frame, habe aber die Kamera etwas schräg gehalten, um etwas mehr Dynamik ins Bild reinzubekommen, und bin ziemlich nah an den, ja, von uns aus gesehen rechten, in Wirklichkeit linken Kotflügel gegangen. Ihr seht auch, dass ich das Leuchtpanel, was ich euch vorhin gezeigt habe, hier benutzt habe. Hier ist ein bisschen mehr beleuchtet, und insbesondere hier in dieser reflektierenden, in dem Scheinwerferglas, sieht man einen Reflex von dem Leuchtpanel. Die Gesamtbeleuchtung, der Wald ist sehr dicht, wie man hier sieht. Außen ist es sehr hell, deswegen haben wir hier ausgebrannte Stellen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns gleich noch beschäftigen müssen. Und wenn ihr euch die Farben anschaut, okay, der war irgendwann mal blau hier lackiert, aber durch die ganzen Roststellen und das Moos, was sich da angesetzt hat, gehen so die Farben auch in die Waldfarben über. Sieht man hier besonders schön natürlich an den Felgen, und auch hier ist schon Moos mit drin. Das heißt, die Motive dort, und wenn ihr selber da fotografieren geht, werdet ihr es auch feststellen, es ist schwierig, die aus diesem Gemenge von Pflanzen und so weiter wirklich herausstechen zu lassen. Und das ist jetzt auch unser Hauptthema. Wie bringe ich das Motiv, das eigentliche Motiv, das alte Auto, was da so schön gemütlich vor sich hinrostet, wie bringe ich das so richtig raus, damit es
sagen wir mal, gegenüber dem doch sehr hellen Wald im Hintergrund hervorsticht. Aufgenommen wurde hier mit 6400 ISO. Das ist ein Bereich, wo man normalerweise schon Rauschen sieht. Und wir werden uns das dann auch gleich anschauen im Zuge der Entwicklung, wie es denn nun mit dem Rauschen war. Ob das wirklich stört oder ob es nicht stört. Also fangen wir hier mal mit einer klassischen Belichtung an. Ihr kennt es schon von mir, wir haben hier sehr helle Stellen und wir haben hier unten sehr dunkle Stellen. Also muss ich, um das entsprechend wieder rauszuholen, was da noch drin ist, dadurch sagen wir mal anpassen, dass ich die Lichter ganz nach unten, die Tiefen ganz nach oben setze. Ich mache meinen Weißpunkt bei gedrückter Alt-Taste. Und ihr seht schon, das springt sofort an hier. Man sieht sofort Pixels. Das heißt, hier kommen wir eigentlich über die Null nicht hinaus. Und beim Schwarzpunkt ähnlich, das geht relativ schnell. Wir sind jetzt bei minus 25. Ich würde es noch ein bisschen mehr nehmen. Dann ist zwar hier schwarz, aber das ist nur wirklich im Schatten unterm Auto. Das soll uns erstmal nicht stören. Das gesamte Bild wirkt eher grünlich. Das heißt, irgendwas mit der Farbtemperatur konnte die Kamera offensichtlich in der extremen Beleuchtung hier hinten hell mit deutlichem Grünstich durch die Blätter, hier vorne dunkel, dann noch das Blau drin, nicht so richtig einstellen. Aber wir fotografieren ja in RAW, also ist es kein Problem. Und was ich euch beim Einstellen der Farbtemperatur auf jeden Fall empfehlen möchte, ist, die Pipette zu nehmen. Geht allerdings nur dann, wenn ihr eine Fläche eine Fläche im Bild habt, die einen Grauton haben soll, also neutral, was den Weißabgleich anbelangt, und euch so einen Punkt erstmal auszusuchen. Ich würde jetzt mal das hier nehmen, das Schild, das soll weiß sein. Und ihr habt schon gesehen, da hat sich was geändert. Ich gehe nochmal zurück mit Command oder Control Z. Jetzt haben wir den Grünstich. Dann hole ich mir die Pipette und klicke hier nochmal rein. Und das Blau kommt schon ein bisschen kräftig heraus. Das heißt, die Einstellung hat das Grün ein bisschen rausgenommen und hat das Blau etwas hervorgehoben. Hat es also etwas kühler gemacht und etwas ins Magenta geschoben. Jetzt habt ihr einen neutralen Weißabgleich. Und an der Stelle könnt ihr jetzt anfangen und den so verändern, dass es euch dann auch gefällt. Aber ihr habt erstmal einen neutralen Ausgangspunkt und das ist an der Stelle wichtig. So, ich würde es jetzt hier ein kleines bisschen heller ziehen, was natürlich Unsinn ist, weil wir sind ja im Weißabgleich. Also ich möchte es ein kleines bisschen wärmer haben als hier. Zum Beispiel so. So gefällt mir das schon ganz gut. Klarheit. Hohe ISO und Klarheit hochziehen ist normalerweise ein deutlicher Widerspruch. Wir tun es trotzdem, weil wir haben hier eine metallische Struktur und da hilft Klarheit, was den Schärfeeindruck anbelangt, ungemein. Und ihr seht es auch schon, da verändert sich was. Das Ganze ist schon ziemlich farbig, aber ich gebe trotzdem noch einen Kick auf die Dynamik drauf, um am Ende dann wirklich diesen Wagen hier mit seinen Roststellen deutlich zu sehen. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen mal nach HSL Graustufen. Warum? Wir haben hier den Wagen, der besteht im Wesentlichen aus Blau- und Brauntönen. Das soll ja wie gesagt hervorstechen. Und wir haben außenrum nur Grün. Das möchte ich etwas in den optischen Hintergrund drängen. Und wie tut man das? Man macht es dunkler und man nimmt vielleicht ein bisschen die Sättigung raus. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir sind momentan bei HSL-Sättigung. Ich fange jetzt mal mit Luminanz an, also mit der Helligkeit, und ich ziehe mal die Grüntöne ein ganzes Stück nach unten. Und da sehen wir schon, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Die Gelbtöne würde ich mal etwas hinterherziehen, aber nicht zu sehr. Und im Gegenzug jetzt die Farben, die wir in dem Auto finden, die würde ich in der Luminanz etwas nach oben drehen. Also das Orange ein bisschen hoch und das Rot ein bisschen nach oben. Und natürlich auch das Blau. So, hier müssen wir aufpassen an der Stelle, wo wir Reflexe vom Himmel wahrscheinlich drin haben, dass wir es nicht zu weit hochziehen, damit uns das Ganze nicht ausbrennt. Ich würde mal sagen so. Ich schalte das mal aus, was wir gerade gemacht haben. Ihr seht schon, da hat sich schon ein bisschen was getan. Der Wald ist dunkler geworden
und das Auto sticht etwas mehr hervor wie vorher. Sättigung. Da ziehe ich mir jetzt das Grün etwas nach unten in der Sättigung, damit der Wald nicht so ganz aufdringlich wird. Und wiederum im Gegenzug nehme ich das Blau ein bisschen nach oben. Das Gelb lasse ich mal, wo es ist, weil in den Blättern ist ja nicht nur Grün, da ist auch viel Gelb drin. Aber das Orange ziehe ich mir in der Sättigung noch etwas nach oben und das Rot. Und damit haben wir das Auto schon ein ganzes Stück rausgearbeitet. Gehen wir einfach mal weiter in der Reihenfolge vor, wie Lightroom uns das vorgibt. Teiltonung wäre hier für mich kein Thema, aber jetzt kommen wir mal zu den Details und damit auch zum Rauschen. Und ich gehe mal hier hinein. Und ihr seht, da ist Rauschen drin. Hier sieht man es ganz deutlich. Also suchen wir uns die Stelle mal. Wie weit man das jetzt rausnehmen will, ist natürlich wie immer eine Geschmacksfrage. Hier stört es mich extrem. Hier im Metallumfeld, da stört es mich eigentlich gar nicht. Also würde ich jetzt erstmal das Schärfen ganz nach unten drehen und mal anfangen, die Rauschreduzierung mal hochzuziehen. Fangen wir mal mit 20 ungefähr an. Das seht ihr schon, hier im Metall sieht man schon da praktisch nichts mehr vom Rauschen. Hier noch ein bisschen und natürlich hier im Fenster. Gehen wir also mal auf 30 hoch. Ich gehe jetzt in eher groben Schritten. Gucken wir nochmal aufs Metall. Hier war es vorhin schon okay. Hier ist es für mich jetzt auch okay. Auch hier im dunklen Bereich, da ist zwar Rauschen drin, aber das stört mich nicht besonders. Hier im Fenster, da ist immer noch ein bisschen viel. Gehen wir mal auf 35. Und gehen wir nochmal auf die Vollansicht. So, für mich wäre das so in Ordnung. Was für eine Vergrößerungsfaktor haben wir hier? 1:1. Ja, also hier sieht man noch ein bisschen Rauschen, aber das ist jetzt nicht so, dass mich das stören würde. Wie gesagt, wir haben hier schon ein Motiv, was ja per se pixelig ist. Deswegen ist das Rauschen für mich hier nicht unbedingt das Thema. So, jetzt kommt das Thema Schärfen. Wir sind jetzt bei der Rauschreduzierung auf 35 gegangen. Ich gehe mal mit meiner Regel an das Thema dran. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt bis 65 schärfen können, um in der Summe die 100 nicht zu überschreiten. Jetzt kommt uns natürlich das Rauschen wieder raus. Also müssen wir jetzt bei gedrückter Alt-Taste maskieren, damit wir nur da geschärft haben am Ende, wo wir das haben wollen. Und ich würde jetzt mal vornehmlich auf das Fenster oben schauen, dass ich da möglichst wenig Weiß drin sehe, also dass da möglichst wenig geschärft wird. Also so zum Beispiel. Ja, es ist vielleicht immer noch ein bisschen wenig. Ziehen wir die Maske mal doch noch auf 90 hoch. Ja, so ist das für mich okay. Schalten wir das mal ein und aus in der Komplettansicht. Jetzt ist es aus. Und jetzt ist es an. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was gefällt uns besser? Weil, schaut mal hier hin, ich mache es nochmal größer. Jetzt ist es Schärfen und Rauschunterdrückung eingeschaltet. Und jetzt ist es ausgeschaltet. So, im Detail ist eingeschaltet besser, ganz klar. In der Komplettansicht ausgeschaltet. Hier sehen wir Metallstrukturen, bleibt mal hier auf dieser Stelle mit euren Augen. Jetzt schalte ich es wieder ein. Und ihr seht, das wird hier soft, das wird ausgewaschen. So, das heißt für mich, was ist jetzt das Bessere? Es kommt darauf an, was ich mit dem Bild machen will. Wenn ich es wirklich groß ausdrucken will, dann muss ich mich darum kümmern. Dann darf auf der einen Seite natürlich kein Rauschen da sein, aber so eine verwaschene Stelle wie zum Beispiel hier würde mir auch nicht gefallen. Wenn ich es auf Facebook und Co., auf einer Webpage bringen will oder in ein Fotobuch, was nicht unbedingt ein Riesenformat hat, bringen will, dann wird durch die Verkleinerung das Rauschen ja schon zum großen Teil weggenommen. Aber man würde diese verwaschene Stelle hier sehen.
die ich euch gerade gezeigt habe. Und das möchte ich nicht. Also, da das jetzt das Ziel ist bei diesem Bild für mich, würde ich vom Gesamteindruck her hier die Rauschreduzierung wieder zurücknehmen. Und zwar so weit, dass ich hier wieder Strukturen im Metall erkennen kann. Zum Beispiel so. Wir wissen, wir haben uns jetzt natürlich wieder Rauschen eingehandelt, aber vom Gesamteindruck des Bildes her ist es für mich so die bessere Lösung. Objektivkorrekturen, chromatische Aberrationen bei solchen extremen Verhältnissen absolut wichtig. Die Profilkorrektur als solche, die ja, wie ihr wisst, die Fehler im Objektiv rausrechnet, das muss man ausprobieren. Ausgeschaltet würde so aussehen, eingeschaltet so. Naja, das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage. Ich würde es ausschalten, weil ich möchte ja sowieso hier hinten den Bereich noch etwas abdunkeln und wenn ich es ausgeschaltet habe, ist die leichte Vignettierung des Objektivs mit drin. So würde ich sagen, ist es okay. Effekte. Der Zauberregler in Lightroom Dunst entfernen, den kennt wahrscheinlich im Zweifelsfall jeder. Den schaue ich mir eigentlich meistens noch an. Kann ich damit noch irgendwas machen, was mir bei diesem speziellen Motiv weiterhilft? Und ich würde sagen, ja, ich würde ihn mal so, in dem Fall jetzt auf plus 14 habe ich ihn jetzt stehen. Das bringt die Farben noch ein bisschen mehr raus. Dunkelt allerdings das komplette Bild etwas ab. Das sieht man auch deutlich am Histogramm. Der Hauptberg ist jetzt auf der linken Seite. Also gehe ich zu den Grundeinstellungen und korrigiere das etwas wieder aus, indem ich die Belichtung nach oben ziehe. Und zwar jetzt so, dass mein Hauptmotiv in meiner Optik, sozusagen in meinem Geschmack, richtig belichtet ist. Zum Beispiel so. Jetzt möchte ich die Umgebung noch ein bisschen abdunkeln. Und zwar hauptsächlich diesen Bereich hier und diesen Bereich und vielleicht auch noch da unten noch ein bisschen. Da könnte man jetzt sicher den Radialfilter nehmen. Das würde im Zweifel funktionieren. Oder man nimmt den Verlaufsfilter. Verlaufsfilter gibt ja dann gerade Linien, die sich aber, wenn ich von hier ziehe und von hier ziehe und von hier ziehe, in den Ecken überdecken. Versuchen wir es mal mit dem Radialfilter, wobei ich wirklich ganz außen anfange und den hier reinziehe. Der ist jetzt ein bisschen seltsam eingestellt. Hier hat sich von irgendeiner vorherigen Bearbeitung ein Rot reingeschlichen. Also mit Doppelklick auf Effekte alles auf 0 und dann nehme ich mal die Belichtung hier nach unten. Zum Beispiel so, das ziehen wir uns jetzt noch ein bisschen weiter nach unten und fahren es ein bisschen enger zusammen. Ja, und das gleiche machen wir hier, jetzt mal mit den gleichen Einstellungen. Und hier. So, jetzt haben wir also die Umgebung gut abgedunkelt. Wir haben das Motiv, was jetzt wirklich raussticht. Ich würde es noch ein kleines bisschen weiter treiben wollen. Und zwar möchte ich das Auto in der Farbtemperatur noch ein bisschen mehr nach oben nehmen und eine Spur Magenta dazugeben. So, 39. Das ist für mich okay. Und im Gegenzug würde ich jetzt nochmal in die Verlaufsfilter reingehen und die Verläufe etwas abkühlen sozusagen. Und vielleicht sogar die Sättigung noch ein kleines bisschen rausnehmen und auch die Klarheit wieder ein kleines bisschen rausnehmen. Damit entsteht ein Tiefeneffekt, ein kleiner. Dadurch, dass es vermeintlich etwas unschärfer wird und die knalligen Farben verschwinden. Und das ist das, was ich hier erreichen möchte. Hier nehmen wir mal noch ein bisschen mehr Klarheit raus. So. Und damit wäre die Entwicklung, für mich zumindest, erstmal beendet. Und das Bild kann man so nehmen. Jetzt möchte man noch eins draufsetzen. Für die, wie mich manchmal, denen das immer noch nicht reicht. Ja, wir haben hier ein Schrottauto, ja, aber wie wäre es, wenn wir mal die Lichter einschalten?
ein gerne genutztes Thema. Und das möchte ich euch heute einfach nochmal zeigen, wie man in Lightroom relativ schnell, jetzt in dem Fall, wo wir frontal auf die Lichter drauf fotografieren, die Lichter einschalten kann. Und was wir dazu nehmen, ist den Radialfilter. Erstmal mit Doppelklick alles auf Null setzen, Maske umkehren, weil wir wollen im Inneren des Radialfilters arbeiten. Wir setzen die Belichtung etwas hoch und wir setzen die Farbtemperatur etwas oben. Und ziehen uns jetzt mal hier einen Radialfilter auf. Ganz weiche Kante, hatte ich gesagt. Und jetzt stellen wir uns den erstmal so ein. So, das ist ein altes Auto, da gab es noch keine Halogen- oder LED-Beleuchtung, also ist die Farbe mit Sicherheit eher warm. Und wir ziehen die Belichtung etwas nach oben. So wie ist das Licht aufgebaut in so einem Scheinwerfer, insbesondere in so einem alten Scheinwerfer. Da gibt es in der Mitte ein Leuchtmittel, das ist besonders hell. Und das Glas, das reflektiert es dann. Und damit wird das Ganze auch, sagen wir mal, auf die Fläche des Glases erweitert. Aber wir haben in der Mitte einen hellen Punkt, nämlich die Leuchtquelle. Und fast an der Stelle habe ich jetzt auch den Reflex von meinem Leuchtpanel. Also fangen wir mit der erstmal an. Hier sei also unsere Leuchtquelle, unsere Glühbirne oder was es auch immer war. Doppelklick, duplizieren, gleiche Einstellungen. Und jetzt kommt sozusagen das, was über das Scheinwerferglas abgegeben wird. Das sieht dann ungefähr so aus. Das können wir uns noch ein Spürchen heller machen. Und dadurch wird unser Leuchtmittel, das was wir schon vorher aufgehellt hatten, wird noch ein bisschen heller. Und dann wird natürlich auch die Umgebung dieses Scheinwerfers leicht aufgehellt. Da gibt es Reflexionen drin. Also duplizieren wir uns das nochmal. Und ziehen das jetzt mal ein bisschen hier drüber hinaus, sodass wir hier Reflexe haben. Und jetzt kann man sich ein bisschen danach richten, wie denn das Auto, ich hätte jetzt fast gesagt anatomisch, nein, wie es denn aussieht, wo sind wahrscheinlich Reflexe und wo nicht. Hier oben haben wir den Kotflügel, der nach hinten geht. Hier bleibt er ungefähr auf der gleichen Ebene. Also wird es die Reflexe eher hier im unteren Feld geben als im oberen. Also setzen wir uns das mal dahin. Fertig. Und jetzt haben wir diesen Scheinwerfer eingeschaltet. Und genauso kann man das dann auch mit dem hier machen. Das erspare ich mir jetzt, weil, nö, machen wir doch. Wir machen das schnell. Also erstmal einen kleinen in der Mitte, ungefähr da, wo wahrscheinlich die Glühbirne sitzt. Dann duplizieren, großziehen bis an die Kanten der Gläser ungefähr, nochmal duplizieren, großziehen, über die Gläser etwas hinaus und dann dahin setzen, wo vermutlich der Reflex ist. Fertig. So, und jetzt haben wir die Lichter eingeschaltet. Ich hoffe, das hat euch gefallen bis hierhin. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr meine nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Das würde mich freuen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Aber bevor das Video jetzt ganz zu Ende ist, gibt es, wie versprochen, noch ein paar Impressionen aus dem Autoskulpturenpark Michael Fröhlich. Bis dahin, ciao!